Herzlich willkommen zu unserem ersten virtuellen Workshop mit dem Thema Fahrzeugstabilisierung. Das ist der erste dieser virtuellen Workshops auf Deutsch, wird aber nicht der letzte bleiben. Das heißt, wir schauen uns noch das Thema Hebekissen an, wir schauen uns noch das Thema Hydraulikstützen an und das Thema Zwei- und Dreibein. Dazu einfach die weiteren Termine. Das Ganze findet weiterhin donnerstags abends statt um 20 Uhr und zwar alle 14 Tage. Also das nächste Mal in 14 Tagen am 19. Dann Anfang Dezember und Mitte Dezember. Was dazu ganz wichtig ist, vorab einmal, man meldet sich bitte für jedes Webinar, für jeden virtuellen Workshop einzeln an. Nur wer sich für das hier angemeldet hat, bekommt nicht automatisch die Teilnahmelinks für die anderen Veranstaltungen. Ansonsten, wie läuft das ab? Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Daniel Witte. Ich betreue für die Firma Paratec den Bereich Nordeuropa, also den deutschsprachigen Raum mit und habe mich dazu entschlossen, diese Webinare, die es sonst bisher nur auf Englisch gibt, einmal für uns in unsere Sprache rüberzuholen. Wie funktioniert das mit dem Thema Rückfragen? Hierzu bitte die Chat-Funktion nutzen. Wir schauen uns das mal gerade einmal in einem Beispiel an. In der Mitte sollte man das YouTube-Video sehen, also am aktuellen Punkt meine Präsentation. Dann hat man an der rechten Seite die Möglichkeit, über die Chat-Funktion entsprechend Fragen zu stellen und die Kollegen werden die beantworten. Das Ganze einfach ein kleiner rechtlicher Hinweis, das ist eine Präsentation zu Informationszwecken. Das ersetzt keine praktische Ausbildung und es ist auch jedem klar, dass auch mit Paratec-Gerät regelmäßige Ausbildung notwendig ist, um mit dem Gerät sicher umzugehen. Auch bitte beachten, dass nicht alle der Verfahren, die wir jetzt hier zeigen, egal ob nachher in der Präsentation oder in Videos, für jeden Fall so nutzbar sind. Es sind immer nur Beispiele, es sind immer meistens Ausbildungslagen. Da bitte einfach mit dem notwendigen Sachverstand rangehen. Und einfach dieser Grundsatz, der generell immer gilt, jede angehobene Last muss unterbaut werden. Das gilt hier auch. Das ist vielleicht nicht immer auf jedem Bild gezeigt. Wir sagen das immer noch mal dazu. Manchmal ist es einfach schöner, in der Ausbildung ein Bild darzustellen, wo was vielleicht nicht perfekt ist, man dafür aber andere Bauteile ein bisschen besser sehen kann. Wie soll das jetzt ablaufen? Wie funktioniert das jetzt? Also wir starten jetzt mit einer entsprechenden PowerPoint-Präsentation, wo ich verschiedenste Dinge vorstelle und wir aber zwischendurch ab und zu mal in entsprechende Anwendungsvideos gehen. Währenddessen besteht die ganze Zeit die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, ob es jetzt zu einem Video ist, ob es zu PowerPoint ist. Da bitte einfach, sobald Fragen da sind, melden. Wir haben Kollegen im Hintergrund, die darauf antworten. Schauen wir uns als allererstes das Gerät an, mit dem wir jetzt die nächste halbe, dreiviertel Stunde virtuell arbeiten wollen, und zwar die Rettungsstützen. Wir haben Rettungsstützen in verschiedenen Längen, grundsätzlich immer mit einer Bruchlast von bis zu 36 Tonnen. Das ist bei 1,20 Meter Höhe, wird das Ganze länger, nimmt das Ganze auch immer wieder ab. Das heißt, wenn wir mit einer 4 zu 1 Sicherheit arbeiten, so wie das üblich ist, dann haben wir 9 Tonnen Lastaufnahme. Da man aber ja meistens nie nur mit einer Stütze arbeitet, sollte das ganz gut funktionieren. Jede unserer Stützen hat einen Druckluftanschluss. Kommen wir gleich auch noch mal zu ein paar Beispielen, wo man das sehen kann. Was ist ansonsten eigentlich so an der Stütze das Wichtigste? Es steht immer drauf, was sie für eine Einsatzlänge hat. Man sieht das hier in dem Beispiel jetzt 64 bis 91 Zentimeter. Dann haben wir immer eine Lasttabelle drauf, die uns das Ganze zeigt. Wir haben einen kleinen Winkelanzeiger. Das bedeutet, hier an der Seite der Stütze sind Striche angebracht. Wenn die entsprechend nach unten zeigen, habe ich einen 45 oder einen 60 Grad Winkel. Und für eigentlich so den Einsatz der relevanteste Aufkleber, den man sehen kann, sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht, gucken wir uns nachher nochmal an, ist dieser gelbe lange Aufkleber an der Seite. Der gibt uns nämlich ungefähr das an, was aus der Stütze an Länge herauskommt. Für die Stützen ist es egal, ob ich die horizontal, vertikal oder schräg einsetze. Man kann sie auch nicht verkehrt rum einbauen auf dem Kopf. Das ist eigentlich immer nur eine Terminologiesache, wo ist oben, wo ist unten. Für die Stütze und für die Lastaufnahme macht das grundsätzlich erstmal keinen Unterschied. Zu den Stützen gibt es noch die entsprechenden Verlängerungen. Für die grauen Rettungsstützen, mit denen wir jetzt hier vor allem arbeiten, sind das 15, 30, 60 und 90 Zentimeter, wobei man immer maximal 90 Zentimeter verlängern darf, die man sich aus maximal zwei Bauteilen herausholen darf. Hier also eine 30er und eine 60er gezeigt, die dürfte ich zusammenstecken. Zwei 60er dürfte ich wiederum nicht zusammenstecken, das wären ja auch mehr als 90 Zentimeter. Das Ganze wird dann mit diesem gelben Verriegelungspin gesichert und darf immer nur auf dem unteren Ende, also auf diesem langen Ende einer Stütze aufgesetzt werden. Das ergibt sich aber eigentlich auch, weil da rastet es ein, da klickt es ein, da funktioniert es.
Dann brauchen wir noch was für oben und für unten dran. Für unten dran wären das im meisten Fall diese Bodenplatten mit Scharnier, die sich 45 Grad neigen lassen. Da haben wir einen sehr, sehr stabilen Ring dran, wo man eine Kette, wo man ein Spanngurt anschlagen kann. Der kann 2,2 Tonnen. Ansonsten gibt es diese Bodenplatten grundsätzlich in zwei verschiedenen Größen, 15x15 und 30x30 cm. Das ist vor allem eine Frage nachher, was für einen Untergrund bin ich unterwegs. Bei ganz vielen Feuerwehren, aber auch vielleicht einfach, was passte platzmäßig noch ins kleinere Löschfahrzeug. Wenn wir uns dann noch weiter was anschauen, dann haben wir was, was oben dran kommt. Das wären jetzt mal der Konvex-Multikopf oder der Konturkopf. Das sind einfach verschiedene Köpfe, wo es sich entscheidet, je nachdem, was für ein Fahrzeug habe ich, womit kann ich am besten ansetzen. Der Konturkopf ist eher so der, der im Bereich schwerere technische Hilfeleistung verwendet wird, wenn ich Kanten habe, wenn ich Träger habe, an die ich dran gehe. Und der Multikopf eher so der im Bereich Fahrzeugstabilisierung, PKW, Transporter, solche Dinge. Der hat noch den schönen Vorteil, dass hier in der Mitte dieser Slot eine Kettenaufnahme ist. Das heißt, da passt eine Standard 10 mm Kette rein und in diese großen Öffnungen können wir einen Spanngurthaken einhängen. Gucken wir uns nachher aber auch nochmal dazu an, wie man das verwendet. Den Spanngurt an sich, das ist für uns das wichtigste Verbindungsmittel zwischen Last und Bodenplatte. Bei uns 8 Meter lang, sodass man auch bei größeren Lagen da entsprechend mit arbeiten kann. Und zum Spanngurt mitnehmen tun wir eigentlich immer die sogenannte Festpunktkette. Das ist so eine Adapterkette, wo ich verschiedene Haken dran habe. Einmal vielleicht ein großer J-förmiger Haken, damit gehen wir ganz gerne um Säulen von Fahrzeugen oder diese kleineren Haken, womit man im Unterboden von einem Fahrzeug ganz guten Ansatzpunkt findet. Und ein Kettenkürzerhaken, wenn man mal irgendwo eine Kette drum schlingt und dann in der Kette einhaken möchte. Das sind einfach so erstmal die verschiedenen Bauteile. Wie kann sowas in einem Satz aussehen? Den werden vielleicht einige kennen, einige verwenden. Wir gehen da jetzt nicht auf jeden Satz ein, den es bei Paratec gibt, sondern eigentlich erstmal nur auf so die kleinst sinnvolle mögliche Variante. Das wäre das sogenannte Basisset der Rettungsstützen. Da habe ich zwei verschiedene Stützen, zwei verschiedene Verlängerungen, zwei Bodenplatten, zwei Köpfe und zwei Festpunktketten. Die Spanngurte hat hier jede Feuerwehr. Damit bringe ich aber zum Beispiel nahezu alles, was wir jetzt hier zeigen, an Fahrzeugstabilisierung erstmal zusammen. Die etwas größere Variante gedacht im Bereich Hilfeleistungslöschfahrzeug oder auch kleinere Rüstwagen, Pionierfahrzeuge, da habe ich dann jede Stütze zweimal und auch ein bisschen mehr an Verlängerungsmaterial. Das heißt, da bringe ich am Ende zwei Stützen zusammen, die 1,80 Meter lang sind und noch zusätzlich zwei Stützen, die 2,50 Meter lang sind. Dann haben wir hier ein Bauteil, was wir bisher noch nicht kennengelernt haben, eine Bodenplatte mit Schnellspanngurt. Das heißt, da ist der Spanngurt schon auf der Bodenplatte mit fixiert. Ich stecke es mir nur zusammen und bin direkt einsatzbereit. Vielleicht habe ich es sogar aber auch schon zusammengesteckt, auf dem Fahrzeug verlastet. Dann sind wieder die großen Bodenplatten dabei, die wir schon kennengelernt haben, Spanngurte. Und um im Erstschlag auch was im Bereich Hoch- und Tiefbauunfälle, Einsturz machen zu können, sind nochmal Bodenplatten, also Baustützenköpfe mit dabei. Zwei feste und zwei mit einem Kugelgelenk, sodass man auch da mit einem Fahrzeug erstschlagsfähig ist. Das soll jetzt hier nicht groß Thema des Webinars heute sein, aber einfach nur der Hinweis, auch das geht mit dem Gerät, auch das kann man damit machen, und man braucht gar nicht so viele andere Teile dafür. Dann müssen wir einmal kurz so ein bisschen in die Physik schauen, bevor wir anfangen, ein bisschen in den praktischeren Teil einzusteigen. Und zwar kommt es bei so einer Stütze immer darauf an, wie ich sie sichern muss, in welchem Winkel sie steht. Wir haben so ein paar Faustformeln und zwar wollen wir schauen, dass wenn wir in der PKW-Stabilisierung unterwegs sind, unsere Stütze ein möglichst großes kraftschlüssiges Dreieck bietet. Dementsprechend versuchen wir in der PKW einen Winkel von 45 Grad zu erreichen. Da haben wir auch keine großen Probleme mit den Lasten. Da haben wir vielleicht 1, 2 Tonnen, vielleicht 3 Tonnen, je nach Fahrzeug. Das ist nicht so tragisch. Gehen wir aber in die Bereiche von größeren Fahrzeugen, dann wird es relevant, wie wir unsere Bodenplatte sichern, dass die uns nicht abrutscht, verschiebt. Und dafür wollen wir deutlich steiler gehen. Das heißt, da wollen wir 60 bis 75 Grad im Winkel erreichen, sodass es einfach unsere Bodenplatte weniger zur Seite verschiebt. Aber das schauen wir uns jetzt einfach mal in einem Beispiel an, wie diese trockene Physik funktioniert. Wir haben hier den grünen LKW als Last und wir leiten von oben beispielhaft mal 9 Tonnen in die Stütze ein. Steht diese Stütze gerade, wird die komplette Last in den Boden abgeleitet. Der drückt sich vielleicht ein bisschen zusammen, da können wir nicht so viel dran tun.
wo wir dann aufpassen müssen, ist, wenn wir diese Stütze ein bisschen in einem Winkel hinstellen. Ab dem Punkt, wo dieser Winkel zu flach wird, wird die Last auf unser Verbindungsmittel hier immer größer. Wir entwickeln daraus so eine Faustregel. Arbeiten wir im Pkw-Bereich, ist eine Stütze im 45-Grad-Winkel mit einem Spanngurt völlig in Ordnung. Wird das größer als ein Pkw, machen wir zwei Dinge anders. Wir versuchen, die Stütze ein bisschen steiler hinzustellen, also auf einen 60-Grad-Winkel oder steiler. Und wir arbeiten mal mit mindestens zwei Spanngurten, einfach damit wir da eine höhere Lastaufnahme haben. Alternativ könnte eine Kette verwendet werden oder wenn der Untergrund es zulässt, können wir natürlich auch mit Erdnägeln arbeiten. Das hört sich jetzt erstmal nach sehr, sehr großen Lasten an. Das liegt daran, dass diese komplette Tabelle und auch dieses Beispiel komplett ohne Reibung gerechnet ist. Wir werden immer eine Reibung zwischen der Bodenplatte und dem Untergrund haben. Wir wissen nur nie, wie viel. Deswegen lassen wir sie einfach mal außen vor und arbeiten dementsprechend sehr sicher. Das wäre jetzt unser erstes Beispiel, nämlich unser Standard, wie es aussehen kann, ein Pkw in Seitenlage zu stabilisieren. Da setzen wir eine Stütze rechts und eine Stütze links vom Fahrzeug, die ungefähr auf gleicher Höhe stehen und dann gegeneinander arbeiten. Das wollen wir uns jetzt aber auch direkt schon im ersten Anwendungsvideo mal anschauen, wie das wirklich praktisch funktioniert. Im praktischen Teil Fahrzeugstabilisierung wollen wir uns jetzt das Thema Pkw in Seitenlage anschauen. Einmal ein kurzer Blick aufs Gerät. Wir haben jetzt hier eine HLF-Beladung. Einfach mal beispielhaft, das ginge auch mit einer kleineren Beladung, natürlich auch mit einer größeren Beladung, aber das ist so ein Mittelweg, mit dem wir arbeiten können. Das heißt, wir haben zwei Stützen 60 bis 90 cm, zwei Stützen 94 bis 147 cm, je zwei Verlängerungen 30, 60 und 90 cm, wobei man nie mehr als 90 verlängern darf. Dann haben wir zwei Bodenplatten mit Spanngurt. Davon werden wir gleich mal eine verwenden. Und zwei klassische große Bodenplatten, falls man zum Beispiel auf weicherem Grund unterwegs ist. Und zwei verschiedene Köpfe für den Bereich Fahrzeugstabilisierung. Einmal der Konvex-Multikopf und der Konturkopf. Da kommt es einfach ein bisschen darauf an, was habe ich für ein Fahrzeug, was habe ich vielleicht für einen Ansatzpunkt, was habe ich für eine Kante, was kann ich besser verwenden. Zu den großen Bodenplatten entsprechend klassische Spanngurte. Immer dann, wenn wir mit dem Spanngurt arbeiten, nehmen wir die sogenannte Festpunktkette mit. Das ist einfach eine Adapterkette, wo man die Möglichkeit hat, an verschiedenen Punkten am Fahrzeug anzuhängen. Und dann auch noch im HLF-Satz zwei Bodenplatten in Fest und zwei Bodenplatten mit Kugelgelenk für den Bereich Bauunfälle. Solche Dinge wollen wir uns jetzt hier aber nicht anschauen, sondern wir wollen jetzt hier mal hingehen und uns einfach mal eine Stütze zusammenbauen für den Bereich Fahrzeugstabilisierung. Im ersten Schritt nehmen wir jetzt mal die Bodenplatte, wo ein Spanngurt mit dran ist. Da setzen wir jetzt eine Rettungsstütze ein, immer dieses Zusammenstecken verriegeln mit dem Pin und entscheiden uns mal für so einen Kopf. Das wäre der sogenannte Konvexkopf. Und ich mache es dann immer noch so, dass ich mir noch das entsprechend mitnehme und dann habe ich meine Stütze, die ich jetzt so von meiner Materialablage zu meinem verunfallten Fahrzeug transportieren will. Das gucken wir uns jetzt mal an, wie das auf der Dachseite aussehen könnte. Setzen einer Stütze beim Pkw in Seitenlage auf der Dachseite. Das Fahrzeug wackelt. Wir haben es jetzt ganz bewusst nicht unterkeilt, um einfach mal zu erzeigen, welchen Effekt erreicht man, auch wenn man nur mit den Stützen arbeitet. Stütze bestehend aus der Bodenplatte, Stütze und Kopf. Wir gehen dann jetzt hin und wir wollen hier oben am Scheibenrahmen ansetzen und wir wollen einen Winkel von ungefähr 45 Grad erreichen. Das heißt, wir teleskopieren unsere Stütze aus, drehen die Mutter runter, platzieren die hier oben im Rahmen und gehen dann hin und verwenden aus der Festpunktkette diesen großen J-Haken, setzen in den Bereich der A-Säule ein, verbinden das mit unserem Spanngurt und erstellen ein kraftschlüssiges Dreieck. Das Fahrzeug ist jetzt insofern gesichert, dass es hierüber nicht mehr kippen kann. Um es komplett festzukriegen, müssen wir noch auf der Gegenseite eine Stütze setzen. Das schauen wir uns jetzt im nächsten Video an. Pkw in Seitenlage, diesmal das Stabilisieren der Unterseite des Fahrzeugs und von der Materialablage aus, also dass man es einfach mal in der anderen Art und Weise nimmt. Wir nehmen jetzt nicht die schnelle Bodenplatte, sondern wir nehmen mal eine 90 cm Verlängerung plus eine Stütze und auch da wieder den Konvex-Multikopf, mit dem wir arbeiten wollen, weil wir jetzt mal hingehen wollen und den Spanngurthaken
oben am Fahrzeug einhängen wollen. Das heißt, wir positionieren unsere Stütze erstmal hier ganz grob. Dann holen wir uns den Spanngurt und gehen jetzt hin, hängen den Spanngurthaken oben am Kopf ein, haben unseren freien Haken, den hängen wir in der Öffnung im Unterboden ein. Da mussten wir jetzt nicht irgendwie eine Öffnung schaffen, sondern die war zum Glück einfach da. Man könnte sich da aber auch eine Öffnung schaffen. Dann verbinden wir das Ganze hier. Spannen den Spanngurt an. Können hier nochmal hingehen und man kann diese Mutter nochmal nachziehen. Und dann sind wir mit dem Bereich Fahrzeugstabilisierung bei einem PKW in Seitenlage auch schon fertig. Einfach mal eine andere Variante gezeigt. Man hätte hier genauso natürlich hingehen können und den Kopf direkt drunter setzen und den Spanngurt unten lang laufen lassen. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Mit dem Konvexkopf und dem entsprechenden Spanngurt hat man einfach beide Möglichkeiten. Auch das haben wir jetzt gerade im Video gesehen. Einfach nur, um nochmal darauf einzugehen, auf welche Art und Weisen ich eine Stütze und einen Spanngurt verbinden kann. Wir können bei Paratec hingehen und wir können eine Stütze direkt an ein Bauteil setzen und unten mit einem Spanngurt verbinden. Wir können aber auch bei der Verwendung des Konvex Multikopfes, wenn man den entsprechenden zusätzlichen Haken auf dem Gurt aufgefädelt hat, der ist immer bei dem Kopf dabei, wenn man das möchte, das Ganze oben einhängen und eine Dreipunktstabilisierung machen. Wichtig ist, dass man seinen Spanngurt da entsprechend vorbereitet hat. Das geht nicht mit jedem Gurt, sondern man muss auf diesem Gurt vorher einen weiteren Haken aufgefädelt haben. Der lässt sich auf jeden Gurt auffädeln, man muss es nur entsprechend gemacht haben, damit das im Einsatz entsprechend funktioniert. Was haben wir noch für eine Möglichkeit? Wir haben jetzt eben im Video gesehen, dass wir mit zwei Stützen rechts und links gegeneinander arbeiten. Das geht jetzt vielleicht nicht immer. Oder wir wollen das vielleicht gar nicht, weil wir auf der Dachseite das Fahrzeug frei haben wollen, um eine Rettung durchzuführen. Dann können wir die sogenannte saubere Dachseite aufbauen. Das bedeutet, wir nehmen unsere beiden Stützen, setzen die beide auf die Unterseite. Und weil wir dann nichts haben, was verhindert, dass das Fahrzeug in Richtung Dach rollt, außer vielleicht den Keilen, die wir gesetzt haben, kann man einfach hingehen und kann mit einem Spanngurt das Fahrzeug gegen diese beiden Stützen gegenziehen. Das ist eine Methode, die ganz bewusst saubere Dachseite heißt, weil dann habe ich auf meiner Dachseite nichts im Weg stehen und habe da entsprechend sehr, sehr viel Platz. Geht aber vielleicht auch, wenn es ein Graben, ein Brückengelände auf der anderen Seite ist, ich vielleicht einfach rein technisch keine Stütze setzen kann. Also einfach so eine weitere Methode für den Baukasten. Es muss nicht immer der Standard sein, sondern wie könnte man da entsprechend noch arbeiten. Was haben wir dann vielleicht noch als Situation? Wir wollen eine Rettungsplattform einsetzen. Wir wollen also auf der Unterseite des auf der Seite liegenden PKWs eine Rettungsplattform setzen, damit wir einfacher mit unserem hydraulischen Rettungsgerät, mit Schere, Spreizer vielleicht an der oben liegenden Tür arbeiten können. Was zeigen wir jetzt hier mal? Da muss ich ein bisschen, das muss ich mir vorher überlegen. Ich muss dann diese Stütze so kurz bauen, dass ich meine Rettungsplattform über die Stütze hindrüber stellen kann. Und im Optimalfall gehe ich mit der Bodenplatte auch nicht so weit raus, dass die aus der Rettungsplattform hervorsteht. Dann habe ich einfach eine Stolpergefahr weniger, weil nachher man das Gitter runterklappen will, wenn der Patient hier vielleicht lang soll, dass man das einfach im Kopf behält. Das ist natürlich nicht ganz so stabil, wenn meine Stütze hier oben irgendwo ansetzt, aber immer noch stabiler, als wenn ich auf dieser Seite nichts mache. Das andere, was wir hier gleichzeitig in dem Bild zeigen, ist, wenn ich keinen Ansatzpunkt direkt gegenüber von meiner Stütze habe, kann ich auch hingehen und kann in so eine Bodenplatte zwei Spanngurte einhängen und kann V-förmig arbeiten. Haben wir jetzt hier in der Ausbildung einfach in beiden Teilen mal auf einmal gemacht, um das so ein bisschen zu zeigen. Also man ist da sehr, sehr flexibel, man hat da sehr, sehr viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Fahrzeug in Dachlage, auch das schauen wir uns gleich nochmal an. Eigentlich gar nicht anders als die PKW-Seitenlage, nämlich wir setzen zwei Stützen und verbinden diese mit einem Spanngurt. Ob das jetzt mit einer Schnelleinsatzbodenplatte ist oder nicht, das ist mal eine ganz andere Frage. Grundsätzlich, das Prinzip ist immer das gleiche, die Last kommt von oben, wird durch die Stütze abgeleitet in die Bodenplatte. Damit die Bodenplatte nicht verrutschen kann, ist sie einfach zur gegenüberliegenden Seite verbunden. Finde ich eine sehr schöne Variante, weil man hat das komplette Heck zur Rettung frei und man hat sowohl Fahrer- als auch Beifahrerseite frei und kann da die verschiedensten Dinge tun. Bevor wir uns dazu das Video anschauen, möchte ich noch kurz auf eine Lagerungsart und Weise hingehen.
Wir erleben immer mehr, dass Feuerwehren hingehen und das Gerät einsatzbereit verlassen. Das ist jetzt hier so das sogenannte Basic Kit, was wir uns vorher angeschaut haben. Das gibt uns dann den Vorteil, dass wir im Einsatz nicht mehr hingehen müssen und erst noch Bauteile zusammenstecken müssen. Deswegen einfach nur mal so gezeigt, was haben wir hier? Die beiden Stützen aus dem Basic Kit, also eine Bodenplatte, längere Verlängerung mit kürzerer Stütze plus oben dem Convex Multikopf. Auf der anderen Seite wieder ein Convex Multikopf, die längere Stütze und dann die kürzere Verlängerung und wieder die Bodenplatte. Braucht nicht wirklich viel Platz. Das Zubehör ist in dem Fall auf der anderen Seite der Schwenkwand gelagert. Da sind zwei Spanngurte und diese Festpunktketten direkt griffbereit. Gucken wir uns einfach mal an. Nicht direkt, wie es aus dem Auto rausläuft, aber das Gerät liegt so aus der auf der Materialablage. Und wir schauen einfach mal, wie die Feuerwehr das löst. Bewusst kein Video, wo Paratec-Personal unterwegs ist, sondern einfach mal ein Video, was wir bei einer Produkteinweisung mitgedreht haben. Schauen wir uns mal an. Wir sehen jetzt hier, wie das Basic Kit von der Materialablage entnommen wird und am Fahrzeug positioniert wird. Die erste Stütze wird dabei im Bereich des Tankdeckels gesetzt. Ein Kollege setzt die Stütze, der zweite Kollege bereitet den Spanngurt vor. Es wird jetzt die weitere Stütze für die Gegenseite geholt. Auch diese ist bereits zusammengesteckt. Erweist sich jetzt aber für diesen Fall als zu lang. Was man jetzt sieht, ist, dass kurz die Bodenplatte abgenommen wird. Dann wird ein 30 cm Verlängerungsstück entnommen. Die Stütze wird wieder zusammengesetzt. Und wird jetzt im Bereich des Scheibenrahmens angesetzt. Im letzten Schritt werden dann noch die beiden Bodenplatten mit dem Spanngurt verbunden und so wird ein großes kraftschlüssiges Dreieck erzeugt. Jetzt kann noch der Spanngurt gespannt werden. Und im letzten Schritt wird noch einmal die Mutter auf festen Sitz kontrolliert. Das macht der Kollege jetzt. Eine andere Möglichkeit, bei Fahrzeug in Dachlage zu arbeiten, wäre hinzugehen und die Stützen auch hier wieder indirekt mit dem freien Haken anzusetzen. Das heißt, es wurden an beiden Seiten Öffnungen im Blech geschaffen, wo einerseits der Stützenkopf oben einhängt und dann der Haken. Das ist immer eine Möglichkeit, die ich aufbauen kann, wenn ich hier keinen vernünftigen Ansatzpunkt habe oder an den einfach nicht drankomme. Und man sieht jetzt hier einmal schön das mit der relativ kurzen Stütze aufgebaut und auf der gegenüberliegenden Seite mit der längeren Stütze und noch der Festpunktkette als Adapter, weil das da einfach besser gepasst hat. Auch da wieder gleiche Lage, verschiedene Möglichkeiten. Ja, einfach um da so ein bisschen mit reinzukommen. Wenn wir dann jetzt ein bisschen in die größeren Dinge gehen, wenn es nicht mehr ein PKW ist, sondern es vielleicht um den Bereich LKW geht, das heißt hier so ein, in dem Fall einfach mal die Unterstützung dieser eigentlich fahrzeugeigenen Abstützung. Wir verwenden eine oder mehrere Stützen im Winkel von 60 Grad oder steiler und sobald die Stütze nicht gerade steht, verbinden wir die wieder mit einem Spanngurt. Wäre so der einfachste Weg. Ist eigentlich genau der gleiche Aufbau, ob ich das jetzt aufbaue oder ein PKW auf der Seite liegt. Immer das gleiche Prinzip, Stütze, Kraftableitung in den Boden und Verbindung mit einem Spanngurt. Das Thema wirkliche Abstützung eines LKWs, also in diesem Falle LKW auf PKW, ist jetzt mal so gelöst worden, dass hier sehr, sehr schnell zwei Stützen eingezogen worden sind, die die Last nach unten abstützen. Und dass er sich seitlich nicht bewegt, ist das Fahrzeug abgespannt worden. Hier muss ich mir dann auch keine Sorgen machen, dass ich die Bodenplatten entsprechend befestige, weil wir ja eben gelernt haben, wenn die Last von oben kommt und das Ganze gerade ist, geht die komplette Last in den Boden. Zwei Stützen sind hier nicht aus Lastgründen gewählt worden. Eine der Stützen würde das tonnagenmäßig locker halten. Es geht einfach nur darum, dass das Fahrzeug nicht instabil wird, dass ich keine Wippe mehr da gebaut habe. Auch da haben wir jetzt mal den Konturkopf direkt an den Rahmen verwendet.
Wenn wir dann so ein bisschen weiterschauen in den Bereich Baufahrzeuge, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Erntefahrzeuge, dann ist das erstmal ganz plump gesagt für uns von der Technik her nichts anderes, was wir hier machen, als ein PKW in Seitenlage für die Stütze. Ich muss mir natürlich mehr Gedanken machen um das Sichern der Bodenplatten. Das heißt, hier sind die Erdnägel schon eingeschlagen, hier sind die Kollegen noch dabei. Da muss ich natürlich meinen Festpunkt entsprechend vernünftig ausbilden, das muss ich entsprechend vernünftig sichern. Da ist es vielleicht auch nicht mit zwei, sondern vielleicht eher mit vier Erdnägeln getan, ja, um ein Fahrzeug dieser Größe entsprechend zu sichern. Kommt auch natürlich wieder auf den Boden an. Ich könnte die Bodenplatte hier auch umgedreht verwenden und könnte zusätzlich noch einen Spanngurt anbinden. Auch das ist kein Problem, da mehrere Möglichkeiten zu kombinieren. Wenn wir uns dann das Thema Bus auf Seite einmal anschauen, dann ist das eine Variante, wo wir natürlich eine abstützen können. Wir können aber auch bei einem Hubvorgang unterstützen. Wir sehen, dass dieser Bus hier in der Ausbildungsveranstaltung mit großen Hebekissen gehoben wird. Vorher hat man mit klassischen Hochdruckhebekissen gearbeitet und mit Holz unterbaut. Da kommt man aber relativ schnell einfach an Höhengrenzen, vor allem wenn man dann ein großes Hebekissen mit großem Hubweg wählt. Was hier gemacht worden ist, ist, dass die Stützen in die Dachluke gestellt worden sind. Da ist ein entsprechender Rahmen, da ist ein entsprechendes Bauteil, was das Ganze hält, wo der Kopf fest ansitzt. Und die Stützen werden dann mit einem kleinen bisschen Druckluft beaufschlagt. Wichtig ist, dass die Stützen nichts heben, sondern die folgen nur der Last, die hier durch das Kissen gehoben wird. Und die Kollegen hier stehen dann außerhalb des Gefahrenbereichs und drehen einfach nur dauerhaft die Mutter mit. Das heißt, ich kann das natürlich als Erstsicherung einbringen, um zu verhindern, dass die Last weiter absinkt, abrutscht, weiter auf den Patienten drückt. Ich kann aber vor allem auch hingehen und kann diese Stützen beim Lastenhub entweder einfach mechanisch mitdrehen, die Mutter, oder das Ganze pneumatisch unterstützt machen. Kann man, muss man nicht. Einfach nur, um eine weitere Möglichkeit zu zeigen, was man mit dem Gerät machen kann. Dann hatten wir das Thema Ketten eben angesprochen, das Thema Konvex, Multikopf und Kettenaufnahme. Da hat sich vielleicht der ein oder andere gefragt, und womit soll ich das jetzt machen? Wofür braucht man das jetzt? Vielleicht vor allem im Bereich Fahrzeugstabilisierung, in meiner HLF-Beladung. Wie macht denn sowas Sinn? Das macht immer dann Sinn, wenn man Lasten hat, die unförmig sind. Also zum Beispiel ein Baum, der auf dem Fahrzeug gestürzt ist. Oder auch eine Laterne oder irgendwelche Dinge, die von der Form her einfach nicht so gut sind, wo ich vielleicht nicht meinen Stützenkopf direkt dran stellen kann. Dann gehe ich hin und schlinge die Kette unter meiner Last durch. Das sieht man auf dem linken Bild jetzt ein bisschen schlecht, deswegen haben wir hier mal eins im Aufbau. Auf dieser Seite ist es ein klassischer Multikopf, da ist es drin und die ziehen jetzt gerade die Stütze hier aus. Dadurch spannt sich die Kette und wir können dann hingehen und die Last wird über die Kette aufgenommen, in die Stütze abgeleitet und damit die beiden Bodenplatten wieder nicht auseinanderrutschen, sieht man hier noch wieder im Aufbau den Spanngurt. Auch wieder ein kraftschlüssiges Dreieck. Das kann ich natürlich, je nach Belastbarkeit meiner Kette, nicht nur an einem Baum machen, sondern das kann ich auch beispielsweise an einem Tankfahrzeug machen. Hier ist es dann jetzt so gemacht worden, dass es nicht auf die gegenüberliegende Seite läuft, sondern dass die Kette vom Stützenkopf unten zum Rahmen des Fahrzeugs läuft und wir dann hier wieder über Spanngurte verhindern, dass die Bodenplatte inzwischen wegrutscht. Hier stand in der Mitte ein Fahrzeug, das ist also im Nachhinein gehoben worden und man hat das rausgezogen. Einfach als weitere Möglichkeit für das Arbeiten mit Ketten. Dann schauen wir uns jetzt noch einmal zum Ende hin an, was muss ich denn mit so einer Stütze tun, wenn ich sie verwendet habe? Vielleicht, was macht der Gerätewart einmal im Jahr? Grundsätzlich wollen wir die nach jedem Einsatz einmal sauber machen. Und wir wollen zumindest mal gerade einen Blick drauf werfen, bevor wir sie wieder auf dem Fahrzeug verlassen, dass diese beiden O-Ringe da sind. Der eine hier oben, das ist ein sogenannter Puffer-O-Ring. Das heißt, der sorgt einfach nur dafür, dass unsere Stützenmutter nicht hier oben Metall auf Metall läuft, dass die nicht festgeht. Unten, dieser Ring ist ein Dichtring und der ist einfach dafür da, dass wir zum Beispiel diesen Einsatz, das Nachfahren an dem Bus, das wir eben gezeigt haben, hinbekommen, dass also diese Stütze ein klein bisschen druckdicht wird. Ansonsten gucken wir einmal über das Gewinde, gucken, dass da keine Steine drin sind, gucken, dass es gängig ist. Ja. Dann schauen wir uns bei den Anschlussnippeln an, dass die einen festen Sitz haben und dass da nicht auch irgendwie ein bisschen Dreck reingekommen ist oder sonst irgendwas. Ja, das, was einfach verhindert, wir kuppeln mal einen Schlauch, gucken, dass das wieder geht. Und dann haben wir den Verriegelungspin, da wollen wir einfach schauen, der ist eingeschraubt, dass er noch fest sitzt. Und dem schadet ein Tröpfchen Schmiermittel, WD-40 oder ähnliches nicht, dann lässt er sich einfach ein kleines bisschen besser bewegen.
Bei den Bodenplatten ist es einmal wichtig zu überprüfen, dass diese Muttern rechts und links fest sind, sodass also dieser D-Ring, nennen wir den, wo wir unseren Spanngurt dran machen, entsprechend fest verbunden ist. Und wir gucken einmal, dass sich das Ganze ordentlich bewegen lässt. Und dann ist es eigentlich auch das schon gewesen an der Bodenplatte. Die Spanngurte, das ist eigentlich so das Empfindlichste im ganzen Sortiment. Und das ist das, was jeder persönlich nach jedem Einsatz wirklich nachschauen sollte. Wir machen die sauber, wenn die schmutzig sind. Und dann schauen wir uns wie bei jedem anderen Spanngurt auch an, ob wir da Risse, Abnutzungen haben, ob wir da Beschädigungen haben durch Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Batterieflüssigkeiten, solche Dinge. Sollte man da irgendwie Bedenken haben, bitte lieber den Spanngurt entsorgen, neuen beschaffen. Das ist auf eine gewisse Art und Weise Verbrauchsmaterial, weil am Ende hängt vielleicht die komplette Abstützung in diesem Gurt. Ja, also da ein bisschen genauer nachgucken. Und da wir Spanngurte haben, die einen sogenannten ABS-Mechanismus haben, also das sichere Rückwärtsratschen nennen wir das, also dass man kontrolliert die Last abgeben kann, brauchen die ein klein bisschen Pflege, das heißt, in diesen Mechanismus ein bisschen Teflonspray rein, dann bewegt er sich einfach deutlich besser und lässt sich deutlich besser verwenden beim nächsten Mal. Ansonsten wären wir jetzt schon am Ende vom ersten Paratec virtuellen Workshop angekommen. Alle, die sich vorher angemeldet haben und nicht irgendwie den Link von jemandem nur weitergeleitet bekommen haben, bekommen von mir eine E-Mail mit ein bisschen Informationsmaterial. Wir haben noch ein paar Videos gedreht zum Thema Fahrzeugstabilisierung. Da kommen die Links mit zu. Es kommt einmal die Produktübersicht. Es sind natürlich meine Kontaktdaten nochmal drin, dass wenn da Fragen sind, man mich gerne anrufen kann, mir eine Mail schreiben kann. Das ist kein Problem. Ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Wer sich noch nicht angemeldet hat, den Weg kennt ihr ja. Hat es euch gut gefallen, auch bitte gerne einfach in der eigenen Feuerwehr, der eigenen Wachabteilung weitergeben. Vielleicht ein bisschen Werbung dafür machen, dass wir diese virtuellen Workshops online durchführen. Das war's von mir. Vielen Dank. Wenn noch Fragen sind, bitte einfach weiter die Chatfunktion nutzen. Gehen wir gerne darauf ein. Wir bleiben noch ein bisschen online. Vielen Dank.